Was wäre, wenn wir hören könnten, was sich Herbert Wehner, Franz Josef Strauß und Willy Brandt auf einer Dreibettwolke im Himmel zu sagen hätten? Wenn sie täglich sich via Fernglas dieses Jammertal Deutschland anschauen müssten. Da oben ist übrigens Heiligenscheinzwang. Nun weiß man ja, dass sich Herbert Wehner, also im Gegensatz zu uns, wo Scheinheiligenzwang ist, nun weiß man ja, dass sich Herbert Wehner, also der richtige Herbert Wehner, sich aus solchen Auszeichnungen nie etwas gemacht hat. Aber da oben gibt es Kontrollen und jetzt muss er das Ding dauernd mit sich rumschleppen, während Franz Josef Strauß auch schon morgens um 5 aufsteht und gar nicht genug davon bekommen kann. Naja, und Willi hat ihn sowieso auf. Die schauen sich jetzt also dieses Jammertal an. Was siehst du denn? Wähler. Wähler? Wo? Na, Moment mal. Nürtingen, Esslingen, Unterzirkheim, Leonberg, Stuttgart. Es muss Stuttgart sein. Und was wählen die da? Na, das weiß man nicht so genau. Wenn es ein Bischof sitzt, wer wüsste man mehr. Das möchte doch auch mal. Nein, jetzt hab ich ja gerade nochmal so. Was? Der Scharping ist Vorsitzender der SPD geworden. Der Scharping gibt mir doch auch mal jetzt mit. Tatsächlich. Der Scharping ist Vorsitzender. Herbert, komm mal gucken, Scharping ist Vorsitzender geworden. Komm doch mal gucken. Nein! Wieso denn nicht? Der Herr soll sich erst mal rasieren. Nun komm doch mal gucken. Nein! Der Scharping. Naja, vielleicht schafft der es ja mal endlich aus der größten Selbsterfahrungsgruppe Deutschlands mal wieder eine richtige Partei zu machen. Also neulich hat der Joschka Fischer ja einen Satz gesagt, da habe ich mich ja unglaublich drüber geärgert. Ich habe mich ja unglaublich drüber geärgert. Na, wieso? Na, weil der Satz mir nicht eingefallen ist, Menschenskind. Ja, und was sie, hast du wieder gesoffen gestern? Lächerliche 0,00002 Promille, der Mann auf der Schüssel. Ein Millionstel Öxle, was willst du denn da besaufen? Was ist das? Schwitzt auf einer Gesäßbacke aus. Was hat er gesagt? Wer? Na, der Fischer. Ach so, ja, er hat gesagt, auf dem Weg von August Bebel zu Giorgio Armani muss die SPD einige Wählergruppen links übersehen haben. Das hat er gesagt. Ihr habt ja immerhin noch einen Oskar Lafontaine. Also, der wird mir ja auch immer ähnlicher. Also ich finde, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Naja, also, wie der so aus der Provinz heraus Knüppel aus dem Sack, also ist unglaublich. Nur eins muss er sagen. In der Frage der persönlichen Bereicherung war ich ja wesentlich professioneller als die Stimmbälle zusammen. Also ist unglaublich. Mein Gott, wegen einer lächerlichen Oberbürgermeisterrente macht er so ein Geschiss, wo mir halt München gehört. Also, da kann ich so lächerlich sein. Mein Gott, diese Deppen da in Sachsen-Anhalt, wegen Bauernhund Magel, wo uns eins das ganze Erdinger Moos hat plattwalzen lassen, damit mein Name am Flughafen steht, versteht das? Das ist professionell. Und dann geht dieser Riesendepp auch noch in Saarbrücken im Puff, wo uns eins nach New York fährt. Das ist also, das ist so lächerlich. Mein Gott, das ist unglaublich. Also. Ich sage nur Peter Gauweiler. Was heißt der Peter Gauweiler? Na mein Gott, der muss doch erst mal üben. Jeder hat einmal klein angefangen. Was glaubst du, was das für ein harter, steiniger Weg ist? Sich von einer lächerlichen Kanzlei oder Spelunkenaffäre
wie uns einen dornigen Weg hinaufzuarbeiten zu einer handfesten Amigo, Spiegel, Starfighter und was weiß ich für eine Affäre. Das braucht alles seine Zeit. Mein Gott. Und was ist mit Gerold Handler? Ja, der Tante, der hat doch nur Alkohol im Kopf, verstehst du? Das ist doch eine wandelnde Maibohle auf zwei Beinen, verstehst du? Da kannst du hier einen Zapfen reinstecken, verstehst du? Ich bin ja sowieso froh, dass ich die ganze Wiedervereinigungskiste nicht miterlebt habe. Wieso? Das war doch spannend. Was glaubst du? Was glaubst du? Warum dieser Schalko Lukowski da so in aller Seelenruhe Biese am Tegernsee gewohnt hat? Ich sagte, was für einen großen Sarg kannst du gar nicht finden, den wir bräuchten für die Leiche, die wir da gemeinsam ausgraben müssen. Das kann doch was sagen, mein lieber Freund. Nein, das kann weiter. Da kann man ja froh sein, dass er, der Herbert, wieder alles wieder auf sich gezogen hat, dank deiner Witwe. Bitte, bitte nicht sowas, ja? Das haben wir bereits ausdiskutiert. Ich sag ja gar nichts. Jeder ist für seine Witwe selbst verantwortlich. Ich sag ja gar nichts. Da bin ich was gesagt. Also mein Gott, aber da, was? Der Stoiber ist Ministerpräsident von Bayern. Der Stoiber... Pass auf, sonst fährt sie runter. Ach so, ja. Der Stoiber ist Ministerpräsident von Bayern. Hat sich die Kriecherei also gelohnt. Mein Gott, der Streibel ist hinter mir mal ausgerutscht, nur weil der Stäuber mir immer auf Erse gegangen hat, verschieden, weil auf Erse gegangen hat. Jetzt gibt mir doch auch mal Mensch ins Kind. Herbert, komm mal dem Klose bei der Arbeit zugucken. Nein! Ist aber lustig. Schaping schreibt gerade an der Wahlkampfrede. Was schreibt er da? Sie hinterlassen Massenarbeitslosigkeit und geplünderte Kassen und eine um die Zukunft geprellte junge Generation. Und nun gehen Sie, Herr Bundeskanzler, weil Sie ein blühendes Gemeinwesen, ein krisengeschüttetes Land verwandelt haben. Den Satz habe ich doch schon immer irgendwas schon markiert. Der kommt mir doch schon bekannt vor. Den Satz habe ich doch schon markiert. Ja, sicher, Rainer Barzel 1982, um Schmidt zu stürzen. Aber du siehst, erst jetzt entfaltet er seine wahre Bedeutung. Ich werde verrückt. Der Dicke ist immer noch dran. Der Dicke ist ja immer noch dran. Jetzt telefoniert er gerade. Wahrscheinlich sagt er seinen Delegierten, wen sie zum Bundespräsidenten zu wählen haben. Ich hab ihm ja zu Weihnachten noch ein neues Grundgesetz runtergeschickt. Was? Grundgesetz? Er hat doch selber ein Grundgesetz. Was braucht denn Ihre Grundgesetz? Ja, vielleicht steht in seinem nicht alles drin. Was ist das? Eine Bildbandausgabe oder was? Schellack-Ausgabe oder was? Nein, ich habe nur einen Satz angestrichen. Was denn für ein Satz? Na, der Satz, der da lautet, der Bundespräsident ernennt und entlässt den Bundeskanzler und nicht umgekehrt. Wenn man sich das vorstellt, den Dicken haben wir ja alle unterschätzt. Er hat ja mich nicht nur ausgesessen, der hat mich auf einmal weggesessen. Jetzt muss man sich mal reinziehen, dieser Kohl ist jetzt praktisch nach Konrad Adenauer Dienst, LSD-Bundeskanzler der Bundesrepublik. Das muss man sich mal reinziehen. Nach Konrad Adenauer Dienst, LSD-Bundeskanzler der Bundesrepublik. Jetzt regt er sich wieder auf. Das muss man sich mal reinziehen. Nach Konrad Adenauer, der Dienst, LSD... Ja, ich weiß ja. Und dabei hat es der Adenauer auch viel leichter gehabt als der Kohl. Was, wieso? Ja, bei Adenauer war schon alles kaputt, da hat er leicht aufbauen. Der muss erst alles kaputt machen, um aus Deutschland wieder ein blühendes Gemeinwesen zu machen. Und jetzt muss ich mal lullern gehen.